Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Weltfrauentag gehabt. Ob ihr was Schönes unternommen habt, was mit dem Partner oder auch alleine, vielleicht mit Freundinnen. Ist sehr, man braucht ja nicht unbedingt mit einem Partner was unternommen zu haben, sondern man kann ja auch mit den besten Freundinnen was unternehmen. Halt. So, in diesem Video möchte ich euch die Produkte zeigen, die ich als nächste ausprobieren möchte. Weil ich habe ja schon ein paar Produkte, jetzt bin ich am Aufbrauchen und dementsprechend sind jetzt schon ein paar Produkte dabei, die ich jetzt als nächste ausprobieren möchte. Es ist Pflegeprodukte, auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Fangen wir mit den Pflegeprodukten für das Gesicht an. Da fangen wir mit dem Produkt von Re bei der Loop an. Dieses Produkt hatte ich in meinem Rossmann Haul gezeigt. Ich weiß jetzt nicht in welchen, aber auf jeden Fall in Rossmann Haul war das. Nämlich das ist das perfekte Vitamin B3 Drops. 10% Niacinamide. Das ist halt das Serum, was ich als nächstes gerne ausprobieren möchte. Weil wie gesagt, ich habe noch andere Produkte, die ich zurzeit verwende. Und wenn die allmählich zu Ende neigen, dann werde ich das anfangen zu verwenden, auszuprobieren. Und wie dann so mein Fazit dazu ist. Ich will versuchen, diese Videoreihe regelmäßig abzufilmen für euch. Also Produkte, die ich als nächstes ausprobieren möchte, dann halt Videoreihe mit den Produkten, die ich ausprobiert habe, und dann gibt es ja noch die Videoreihe mit den Zwischenfazit zu den Produkten, wo ich wirklich einen längeren Zeitraum die getestet habe. Weil die Produkte, die ich ausprobiert habe, ist so mein erster Eindruck, mein erstes Fazit zu den Produkten, wie das ich so finde, aber dann gibt es ja das Zwischenfazit, wo ich dann schon wirklich mehr zu den Produkten sagen kann. Das könnt ihr 1 bis 2 Mal täglich nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren, halt Augen und Mundpartien aussparen. Ideal geeignet als Ergänzung für jeden Hautpflegeroutine und als Make-up-Unterlage. Anwendung bei oft. Also wie gesagt, das könnt ihr am besten morgens anwenden, weil das ist quasi so auch ein bisschen als Make-up-Grundlage, Untergrund. Was steht hier denn noch? Es hat Regeneration, Poren verfeinert, Fältchen werden optisch gemildert. Das werde ich mal ausprobieren, ob das so sein wird. Und dann habe ich von Isana das Power Serum. Das ist dieses hier, was ich habe. Das ist war in diesem Sonderaufsteller von Isana. Da ist ja meistens so ein extra Aufsteller mit limitierten Produkten. Und da war halt in dieser Aufstellung mit drin, das ist halt mit antioxidative Bokscholli, oder wie es auch heißt, unterstützt bei Falten und Pigmentflecken. Also die natürliche Alternative zu Retinol mit guter Hautverträglichkeit unterstützt die Haut durch seine antioxidative Wirkung gegen freie Radikale und kann so Falten und übermäßige Pigmentierung mildern. Patinol spendet Feuchtigkeit und wirkt beruhigend. Das könnt ihr sowohl morgens als auch abends anwenden. Aber ich tue meistens Serums, so 1-2 Tropfen, auch sowohl in meine Tagespflege, aber auch in meine Nachtpflege mit reinmischen. Bei manchen Serum oder Booster, die ich in Verwendung habe, manchmal tue ich das wirklich pur drauf. Das ist manchmal bei den von Beauty Mates
Das Anti-Pickel-Booster, das tue ich wirklich, aber nur partieweise, wo ich wirklich das Gefühl habe, da wo es vielleicht Pickel entstehen könnte, da trage ich das wirklich pur auf, weil das reduziert wirklich deutlich den Rückgang von dem Pickel. Es entsteht dann gar nicht. Auf jeden Fall ist es bei mir so, dass es bei mir, ich kann schon nicht mehr reden. Beauty Mate hat meine Haut wirklich perfektioniert. So, das war das, was sie sagen wollte. Wie gesagt, also mit Beauty Mate habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte hier keine Werbung, nicht mal für Beauty Mate, aber es ist so meine Erfahrung, was ich mit Beauty Mate gemacht habe, weil ich das wirklich schon seit Monaten auch immer wieder benutze, auch schon mehrmals nachgekauft habe. Und dementsprechend kann ich schon euch ein bisschen dazu meine Meinung sagen und wie meine Erfahrung mit Beauty Mates ist. Dann habe ich eine Gesichtspflegereihe von Balea, die DM-Marke. Das ist die Beauty Hyaluron-Reihe. Da habe ich sowohl die Tages- als auch die Nachtcreme. Die Tagescreme enthält Lichtschutzfaktor von 15. Tagescreme morgens nach der Reinigung auf Gesicht, aber das ist, glaube ich, jedem klar, nach der Reinigung auf die Tagescreme, die enthält 50 Milliliter. Ja, ich habe die Verpackung jetzt schon weggeschmissen. Auf jeden Fall ist es halt eine Tagescreme mit Hyaluronsäure, halt mit Feuchtigkeit spendende Inhaltsstoff, Wirkstoff. Und die Nachtcreme kommt in eine etwas dunkelbläuliche Verpackung, weil die Tages ist etwas heller. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das in die Kamera seht. Die Seite ist heller und die ist schon wirklich so dieses Nachtblau. Dann kommen wir jetzt zu den dekorativen Kosmetikprodukte, die ich als nächstes ausprobieren möchte. Kommen wir erstmal zu einem Concealer. Das ist von denen von Reva Loves Me. Den habe ich euch gar nicht gezeigt, weil ich hatte den irgendwie nicht gefunden gehabt. Und als ich meinen Rossmann Haul nämlich abgedreht habe, das kommt später das Video, das werde ich, boah, ich weiß gar nicht, wann ich der Rossmann Haul hochladen werde. Aber das wird ein paar Tage hoch, werde ich das hochladen, mein Rossmann Haul. Ich habe dieses Produkt gesucht gehabt, den Concealer von Reva, konnte nirgendwo finden. Und jetzt auf einmal habe ich es gefunden. Worum welche Produkt ich rede, ist der von Reva Loves Me, wie gesagt, der Color Correcting Concealer. Das ist halt dieser hier. Da habe ich die 01 Ivory. Farbkorrigierende Abdeckcreme für ein ebenmäßiges Hautbild. Weil, wie gesagt, meine Concealer, die ich habe, die gehen langsam zur Neige, die gehen auch langsam, weil die schon leer und dementsprechend will ich den gerne ausprobieren, weil man will ja doch schon immer mal wieder doch was Neues ausprobieren. Da dachte ich, werde ich den als nächstes ausprobieren, wie der so wird und wie er so abdecken tut. Da werde ich dazu ein Erfahrungsvideo, wie gesagt, da werden Videos kommen zu den Reihen, was ich vorhabe abzudrehen. Wie gesagt, dazu wird es Videos geben. Dann kommen wir erstmal zu den Augen und zu Ende zu den Lippen. Also zuerst kommen wir zu der Mascara, die ich als nächstes ausprobieren möchte, ist die von Maybelline. The Colossal Curl Bounce. Bei dieser Mascara muss ich sagen, spalten sich die Meinungen. Die eine lieben die andere hassen die. Also mögen die nicht. Also ich hatte die schon mal mein letztes Jahr, also in 2022, hatte ich die Mascara schon gehabt. Ich muss sagen, ich kam damit gut klar. Also die hatten meine Wimper gut getrennt. Die hat Volumen gemacht, also die hat auch ein bisschen meine Wimpern verlängert. Also bei mir hat die relativ gut funktioniert.
bei anderen wiederum nicht. Dementsprechend so unterschiedlich sind die Meinungen zu einem Produkt. Wie gesagt, die einen mögen die anderen kommen damit nicht so klar. Das ist es halt. Nicht jedes Produkt wird für einen gut sein. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob es nur bei der ersten Packung das so war, dass ich begeistert war, oder vielleicht diese zweite Packung, die ich jetzt verwenden möchte, vielleicht ist die ja doch nichts für mich. Also da bin ich gespannt, ob meine Meinung dazu sich ändern wird oder nicht, oder ob ich die wirklich noch gut finden werde. Das werdet ihr erfahren, wie ich die Mascara finde. Dann kommen wir zu zwei Lidschattenpaletten. Eine ist eher ein Quattro von Alverde Naturkosmetik. Das ist halt dieses rosé-stichiges Quattro. Das sieht so aus. Wie gesagt, das ist so rosé-taubstichige Töne. Die sieht so aus. Wie gesagt, hat hier so zwei matte und zwei etwas schimmrige. Also die hellen, die sind schimmrig, und die etwas dunkler, die sind matt. Da bin ich mal gespannt, wie die so sein wird. Weil vom Farbschema her ist es schon meins. Und welche Farbvariante ich habe, ist die 50 Rose Garden. Und die andere, die ich Lidschattenpalette habe, ist von Catrice. The Electric Rose Eyeshadow Palette. Das ist halt diese Palette hier. Es steht zwar hier zwar neu drauf, aber die Palette gibt es schon länger in der Drogerie zu kaufen. Das ist halt eine Rosé taubstichige Lidschattenpalette. Dieser ist hier so dunkelbräunlich. Ihr habt hier sowohl matte als auch schimmrige Lidschatten hier drin. Ich finde es gut, dass man die Farbtöne, die Fändchen bei den Farbtönen das größer gemacht hat, wo die meinen, dass man die öfters in Verwendung haben wird. Halt, wie gesagt, das ist halt, wie der Name schon sagt, ist eine rosé-stichige Palette. Ist ja klar, dass der dann etwas größer ausfällt. Und dieser hier ist ja auch ein schöner Ton, ein Schimmerton. Den könnte man auch wirklich öfters Verwendung haben. Also ich bin mal gespannt, wie die so sein wird. Dann kommen wir zu zwei letzten Produkte aus diesem Video, nämlich Lippenprodukte. Da habe ich einmal von Twenty Up. Das sind die High Shine Lipsticks. Den Lippenstift, muss ich sagen, habe ich. Ich meine, ich habe den aus Adventskalender sogar. Ich habe den, glaube ich, damals nicht selber gekauft gehabt, sondern ich hatte den in Trended Up Adventskalender gehabt. Ich meine, der ist. Boah, wann hatte ich das letzte Mal ein Trended Up Adventskalender? Boah, das war. Warte mal, letztes Jahr hatte ich den nicht. Davor das Jahr hatte ich den. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der davor das Jahr in 2021 dieser Ton hier drin war. Wovon ich rede, ist die 230 Shiny. Das ist halt so ein rosé-stichiger Lippenstift, aber der natürlich rosé farbig, ja, Farbton hat. Also da muss ich jetzt überlegen, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es den noch so zu kaufen gibt in der Drogerie. Da bin ich jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Ich gucke zwar immer wieder online, wenn ich unterwegs bin, also online bei DM Online oder auch bei Rossmann mal, bei Trended Up, bei DM, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt, ob es den Farbton so gibt und ob es noch die Reihe gibt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wenn ihr dazu Informationen habt, ob diese Lippenstiftreihe gibt, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare ja reinschreiben, ob es diese High Shine Lipstick Reihe gibt, weil ich bin da jetzt überfragt. Weil ich, wie gesagt, ich gucke zwar des Öfteres online bei DM, auch bei Trended Up,
Aber ich habe in der letzten Zeit darauf jetzt nicht mehr geachtet, weil ich muss sagen, das Interesse an Turn It Up ist bei mir nicht so groß, weil ich finde, in der letzten Zeit ist Turn It Up uninteressant geworden, hat sich zu einer langweilige Marke sich entwickelt. Das muss ich leider so sagen. Es kann ja vielleicht bei mir so sein, aber vielleicht ist es ja für euch eine Marke, die Top-Produkte hat. Turn It Up hat tolle Produkte, das will ich gerne nicht sagen. Aber die limitierte Editions, die sind langweilig. Und ich finde, die LEs sind auch nicht mehr so präsent wie vor einigen Jahren. Weil ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal einen Turn It Up LE die hatten. Also ist auch schon wahrscheinlich länger her. Ich finde, die haben sich schon etwas negativ entwickelt, Turn It Up. Da muss ich leider sagen. Bin aber mal gespannt, wie dieser Lippenstift sein wird. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt. Das ist nämlich von Max Factor. Da habe ich die 010 Toasted Almond. Das ist halt dieser Ton hier. Wie gesagt, das ist so ein bräunlicher Lippenstiftton, der so ein Rosenholzeinschlag hier mit drin hat. Der kann eigentlich relativ schön auf den Lippen aussehen und gut für den Alltag sein. Mal schauen. So, das waren jetzt die Produkte, die ich in der nächsten Zeit ausprobieren möchte. Also, wenn ich die Produkte, die ich habe, schon wirklich schon zu Ende neigen. Wenn ich leer sind, dann werde ich die anfangen zu verwenden. Und dann wird es in den nächsten Zeitraum dazu auch nur Videos kommen, wie mein erster Eindruck zu den Produkten sind. Dann halt, wie gesagt, so wie mein Zwischenfazit ausfällt. Weil dann kann ich dazu schon mehr sagen. Ja, ich hoffe, euch hat jetzt dieses Video gefallen. Da abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hinterlasst ein Video, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Videoreihe findet. Also halt, wie gesagt, halt die Produkte. Also nochmal so, damit ihr wisst. Also das ist jetzt halt ein Video dazu. Produkte, die ich ausprobieren möchte, also die ich als nächstes die in Verwendung haben werde. Und dann wird es halt ein Video dazu geben, da wo ich die Produkte schon ausprobiert habe, wie mein erster Eindruck ist. Und dann kommt mein Zwischenfazit-Video, was ich ja jeden Monat abdrehe. Da wo ich ja euch Produkte zeige, die ich ja über einen längeren Zeitraum ausprobiert habe, wie so mein Fazit das so ausfällt. Ob es gut das Produkt ist oder doch nicht. Also das wird dann in dieses Video reinkommen, in das Zwischenfazit. Und das so einmal, damit ihr Bescheid wisst, dass es halt dazu insgesamt drei Videos davon insgesamt geben wird, aber mit unterschiedlichen Ansätzen und halt die Erfahrungsberichte, die ich euch dann berichten möchte. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!